Ich grüße Sie. Ich bin Rechtsanwalt Roscher Meinl und vorwiegend mit Erbrecht befasst. Ich möchte Ihnen heute einige Dinge über das Berliner Testament erklären, denn ich glaube, das Berliner Testament ist so die gebräuchlichste Testamentsform, die man kennt. Was ist das Besondere am Berliner Testament? Es ist ein gemeinschaftliches Testament. Beim Berliner Testament verfasst das Ehepaar gemeinschaftlich ein Testament und bindet sich damit auch. Solange beide leben, kein Problem. Sie können es jederzeit gemeinschaftlich wieder aufheben oder auch durch eine notarielle Erklärung sagen, dass sie sich an bestimmte Regeln nicht mehr gebunden fühlen. Verstirbt aber der eine, dann bleibt alles, was in diesem gemeinschaftlichen Testament einmal verfasst wurde, für den überlebenden Ehepartner bindend. Das kann mal ein Nachteil sein. Stellen Sie sich vor, Normalfall, ein Ehepaar mit zwei Kindern setzt sich gegenseitig zu alleinigen Erben ein und die Kinder, sagen wir mal zwei, sollen zu gleichen Teilen erben. Dann verstirbt der Erste und es bleibt nur der überlebende Ehegatte übrig und eins der beiden Kinder kümmert sich gar nicht um den überlebenden Ehegatten und das andere Kind kümmert sich sehr fürsorglich um denjenigen und dann hat man nicht mehr die Möglichkeiten, dieses gemeinschaftliche Testament zu ändern und das eine Kind, das liebe Kind sozusagen zu bevorzugen und das andere zu benachteiligen. Das geht. Was man beachten muss, ist auch, dass Sie eine Einheitslösung wählen können beim Testament und zwar in der Form, dass Sie sich zunächst als Gesamterbe einsetzen, als Alleinerbe einsetzen. Dann wird das gesamte Erbe sozusagen gebündelt bei dem überlebenden Ehegatten. Sie können aber auch eine Trennungslösung wählen, wonach Sie den überlebenden Ehegatten zum Vorerben machen und die Kinder beispielsweise zu Nacherben. Normalerweise sollen die überlebenden Ehegatten alles erben und mit dem Geld auch verfügen können oder mit dem Geerbten. Und deswegen wird man entweder die Lösung wählen, dass man sagt, ich befreie den Vorerben von diesen Verpflichtungen, die er hat. Das kann man einfach durch das Wort befreit machen. Oder dass man ihn einfach zum Vollerben einsetzt und sagt, für den Fall, dass einer von uns beiden stirbt, soll der Überlebende Vollerbe werden und die Kinder Schlusserben. Das ist ganz wichtig, denn Schlusserbe, das bedeutet, dass die Kinder zwar eines Tages alles erben, aber nach dem Tod des Erstversterbenden erben sie erstmal gar nichts. Das kann zur Folge haben, dass Kinder, die in einem Berliner Testament eben dann Schlusserben sind, nach dem Tod des Erstversterbenden ihren Pflichtteil fordern. Sollten Kinder diesen Pflichtteil fordern, ist das oft nicht im Interesse desjenigen, der überlebt hat. Und auch nicht im Interesse desjenigen, der den Überlebenden begünstigen wollte. Das Ehepaar möchte normalerweise, dass der überlebende Ehegatte ohne Behelligung durch die Kinder über das Vermögen frei verfügen kann. Also hat man nur die Möglichkeit, die Kinder für den Fall, dass sie ihren Pflichtteil fordern, zu bestrafen. Das kann man durch eine sogenannte Bestrafungsklausel machen, die man unbedingt in ein Berliner Testament aufnehmen sollte. Die kann lauten: Ein Berliner Testament hat steuerliche Nachteile, das muss Ihnen bewusst sein. Denn durch diese Lösung, dass die Kinder zunächst einmal draußen sind, hat man das Problem, dass die Freibeträge, über die sie verfügen könnten, nicht eingesetzt werden. Das heißt, das Erbe geht insgesamt auf den Überlebenden über und nur dieser kann dann auch den Freibetrag geltend machen. Unter Umständen ein Argument gegen das Berliner Testament, beziehungsweise unter Umständen ein Argument, vielleicht doch die Kinder auch schon zu Lebzeiten zu begünstigen, unter Umständen auch mit Schenkung. Sie sollten aufgrund der Komplexität
eines solchen gemeinschaftlichen Testaments auf keinen Fall irgendein Muster aus dem Internet runterladen oder dieses abschreiben, sondern ich kann Ihnen in jedem Fall nur empfehlen, bevor Sie ein Berliner Testament aufsetzen, einen Anwalt aufzusuchen.